Was ist eigentlich dieser ominöse Algorithmus? Ein Algorithmus ist einfach eine Reihe von Einweisungen, die Schritt für Schritt ausgeführt werden, um ein Problem zu lösen. Meistens werden die Dinger von Computern benutzt. Aber auch im Real Life, also im alltäglichen Leben, benutzen wir quasi Algorithmen. Bestes Beispiel, ein Kochrezept. Lasst uns mal ein richtig geiles Spiegelei machen. Schritt 1, wir schlagen das Ei auf. Schritt 2, wir gießen das Ei in die Pfanne. Schritt 3, wir braten das Ei 3 Minuten bei mittlerer Hitze. Fertig, am Ende haben wir ein Spiegelei. Am Beispiel sehen wir jetzt perfekt wichtige Eigenschaften von Algorithmen. Jeder Schritt muss eindeutig sein. Wenn es heißt, wir gießen das Ei in die Pfanne, dann wissen wir, dass wir das Ei in die Pfanne gießen müssen. Auch ist das Ergebnis eindeutig. Wenn ich die Schritte ausführe, bekomme ich jedes Mal ein Spiegelei und kein Brathähnchen. Das ist wichtig, damit ein Algorithmus korrekt ist. Wenn ich die gleichen Schritte ausführe, dann muss am Ende auch immer das Gleiche rauskommen. Und natürlich, ein Algorithmus sollte irgendwann zum Ende kommen, weil irgendwann wollen wir das Spiegelei haben. Übrigens, die einzelnen Schritte eines Algorithmus werden in einer festgelegten Reihenfolge abgearbeitet. Denn wir können ja schlecht das Ei erst braten und danach aufschlagen. Neben diesen Eigenschaften gibt es aber noch weitere Merkmale, mit denen wir uns genauer in den nächsten Videos beschäftigen. Das war erstmal ein grober Überblick, damit ihr überhaupt wisst, von was wir reden. Merkt euch also erstmal, für uns und den Computer ist ein Algorithmus einfach eine Kette von Einweisungen, um Probleme zu lösen oder Essen zu kochen. Wenn ihr noch mehr über Algorithmen erfahren wollt, dann geht einfach weiter zum nächsten Video. Also Leute, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video und bis gleich.